Hallo, da bin ich wieder. Ja, herzlich willkommen zu meinem Aufgebraucht-Video. Ich drehe das jetzt alles hintereinander weg, deswegen auch dasselbe Outfit wie bei meinem letzten Video. Und ich habe diesen Monat auch wieder eine gute Tüte voll aufgebraucht. Heute ist der 1. Januar, es ist Abend und ich habe mir gedacht, ich filme das jetzt noch schnell, weil ich mir dachte, ich möchte jetzt nicht im Verzug kommen. Wie beim letzten Mal, da hatte ich ja erst Mitte Dezember, fast Mitte Dezember, mein Aufgebraucht für November gedreht. Dadurch war das Aufgebraucht November relativ voll, hatte ja auch noch den Umzug dazwischen und hatte versucht, alles mitzunehmen. Vielleicht ist das ein oder andere verschollen gegangen. Jetzt habe ich halt, wie gesagt, seit fast Mitte Dezember gesammelt. Es ist also nicht ganz so viel, weil es nicht ganz ein Monat war, aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich jetzt da, also da, damit ich jetzt wieder in den richtigen Rhythmus komme, so dass es immer jetzt ein Monat ein Aufgebraucht-Video gibt, drehe ich das jetzt heute für euch ab. Heute ist, wie gesagt, der 1. Januar. Und deswegen legen wir doch gleich mal los, damit das Video nicht allzu lange wird. Ja, wie ihr schon in meinem letzten Video gesehen habt, habe ich diesen Monat auch aufgebraucht. Meine, wie fast jeden Monat, meine Farbe und zwar meine Intensivtönung von L'Oréal Paris, die Casting Creme Gloss in der Farbe 323 dunkle Schokolade. Also wer noch nach einer guten Intensivtönung sucht, dem kann ich die sehr empfehlen. Vor allen Dingen, weil da immer noch ein kleines Balm dabei ist, was man sich nach dem Haarewaschen schön reinschmieren kann. Das macht die Haare geschmeidig. Es gibt so ein ganz bisschen Glitzerpartikelchen ab, was ich aber total nice finde. Und wer das nicht mag, braucht es ja auch nicht benutzen. Und von daher, ja, kann ich das Produkt absolut empfehlen und das wird auch wieder nachgekauft. Hier unten steht wieder mein Wäschekorb, da wird alles reingeschmissen. Deswegen nicht wundern, dass es klappert. Ja, ich habe wieder meinen Haushalt mit reingeschmissen, da ich ja alleine wohne und das nicht so viel wird. Ich habe hier von Rossmann einmal das Vorwaschspray. Das sieht so aus. Das benutze ich bei jeder Wäsche eigentlich, weil ich immer meine Flecken damit einsprühe. Und das kaufe ich da, wo ich gerade bin. Jetzt habe ich es von Rossmann. Ich habe es aber auch schon bei DM gekauft. Und das wird bei mir immer wieder nachgekauft. Ist ein absolutes Nachkaufprodukt, weil ich finde, dass es sehr gut Flecken entfernt. Und ich bin damit absolut zufrieden. Und deswegen wird bei mir so ein Vorwaschspray immer wieder eingekauft. Ja, dann habe ich aufgebraucht von Schwarzkopf Glisskur meine Haarkur. Und das war die für kraftloses und geschwächtes Haar. Prachtvolle Kräftigung, eine Minute Intensivkur. Und wer mich schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich keine Spülungen benutze. Und zwar aus dem Grund, da ich immer nach jedem Waschen eine Haarkur reinmache, die dann einwirken lasse, 2, 3 Minuten in der Zeit, was weiß ich, meine Beine rasiere oder mich peele oder sonst irgendwas, mit einer Spange eben die Haare hochstecken, einwirken lassen, so 5 Minuten oder so. Kommt immer drauf an, wenn ich nicht so viel Zeit habe, auch weniger. Können auch 2, 3 sein. Wie gesagt, ist eine Minute Intensivkur. Soll man also eigentlich nur eine Minute, sollte man sie einwirken lassen und dann sollte sie auch schon ihren Sinn erfüllen. Und ich bin mit denen von Glisscur sehr zufrieden. Die riechen toll und sie machen das, was sie sollen. Und deswegen kann ich die nur weiterempfehlen. Ja, ich wasche meine Haare auch nicht täglich. Ich mache das so alle 3, 4 Tage, meistens alle 4 Tage. Und deswegen kann man die auch jedes Mal verwenden, da man die ruhig 2, 3 Mal die Woche anwenden darf. Ja. Dann habe ich aufgebraucht von DM sanft und sicher die Eigenmarke, das Toilettenpapier. Und zwar waren das hier 8 Rollen A150 Blatt. Wer meine Videos länger guckt, weiß, dass ich von DM fast immer diese Limited Editions kaufe und total liebe von dem Klopapier. Die fand ich jetzt mega süß. Ist auch eine LE, also wenn ihr die noch haben wollt, guckt mal bei eurem DM mit so Rentieren drauf und war total mega süß. Ich weiß nicht, ob ich dieses Mal ein Montagsprodukt erwischt habe, weil ich bin mit denen eigentlich in der Regel immer sehr zufrieden gewesen. Aber dieses Mal haben die Rollen sich
Naja, wie soll ich es beschreiben? Hat das Papier sich nicht so gut von den Rollen abgelöst? Das Papier ist immer irgendwie, hat sich von der Rolle so abgeblättert und ich hatte das Gefühl, immer wenn es zum Ende der Rolle hingeht, dass die letzten Schichten so sehr an der Pappe kleben. Wisst ihr, was ich meine? Und das hatte ich sonst nie. Also gehe ich mal davon aus, dass ich da vielleicht ein Montagsprodukt erwischt habe. Und habe jetzt momentan wieder von Rossmann die LE, die Winter-LE, aber ich würde danach auch nicht abgeneigt sein, die wieder bei DM zu kaufen. Also wie gesagt, sonst war ich wirklich immer sehr zufrieden damit. Dann habe ich wieder aufgebraucht meine Teelichter von Profissimo und zwar einmal die Spekulatius-Variante. Die riecht wirklich göttlich, sind immer 18 Stück drinne und die kosten so eins. 45, also unter 1,50 € und einmal die Variante mit Apfelzimt. Die fand ich auch sehr lecker, sehr weihnachtlich und die waren jetzt leider ausverkauft. Deswegen habe ich mir jetzt momentan Vanille nochmal nachgekauft, aber auch Spekulatius. Und ja, es ist immer eins von beiden oder beide werden nachgekauft und ich mag die sehr, sehr gerne. Und kann ich nur empfehlen, nachzukaufen. Und ja, wer so Duftlichter, Teelichter gerne mag, dem kann ich die nur empfehlen. Dann habe ich auch aufgebraucht und schon wieder nachgekauft von Das Gesunde Plus den verzaubernden Erdbeer-Rose-Tee. Den fand ich ganz, ganz klasse. Habe ich auch eine kleine Review in meinem letzten Video zu abgegeben. Den habe ich mir schon wieder nachgekauft. Und den finde ich super, super lecker. Also, wie gesagt, ich kaufe mir selten Tees sofort nach, aber den musste ich mir sofort nachkaufen. Ja. Dann habe ich auch aufgebraucht ein Deo von Fa. Und zwar war ich da sehr positiv überrascht. Wer mich kennt, weiß ja, ich liebe Deos von Fa. Aber das hier war jetzt mit Duft der Rosenblüte, auch ohne Aluminiumsalze, wie alle Sprühdeos von Fa, die ich besitze. Ich benutze immer vorher ein Antitranspirant, ein Roller von Fa und danach immer nochmal für den Geruch, da ich so ein Geruchsjunkie bin, benutze ich immer noch ein Sprühdeo drüber, ohne Aluminium. Und das war jetzt die Rosenblüte und ich liebe ja Rosengeruch. Und ja, das hatte ich mir im Doppelpack gekauft und ich glaube bei Penny und da war ich sehr positiv von überrascht. Und da bin ich auch froh, dass ich jetzt noch eins von da habe. Das habe ich aufgebraucht und würde ich mir jederzeit nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht und zwar halbe Ewigkeit hat das gedauert. 100 ml von der Balea Handlotion Kokos und ja, die war jetzt mittlerweile abgelaufen. Die stand auf meinem Nachtschränkchen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich mir die gekauft habe, weil ich bin nicht wirklich der größte Kokosfan. Und ja, jetzt habe ich gesehen, die ist abgelaufen und jetzt hatte ich die wirklich verschwenderisch benutzt. Aber bin jetzt wirklich froh, dass sie leer ist. Ich bin auch eigentlich der festen Überzeugung, dass man die so nicht mehr kaufen kann. Aber falls doch, meins wäre es jetzt nicht. Also ich würde sie nicht nachkaufen. Aber ansonsten bin ich von Balea Handcremes nicht abgeneigt. Sie haben zwar jetzt nicht die Mega-Pflege, aber so für zwischendurch, für meine normalen Hände reicht das aus. Dann habe ich auch aufgebraucht von Denk mit, von DM, meine Farb- und Schmutzfangtücher. Die benutze ich sehr, sehr gerne für meine Wäsche. Und zwar mache ich da immer. Gerade bei bunten Sachen, wenn man alleine wohnt, hat man ja jetzt nicht unbedingt so viel, dass man jede einzelne Farbe von der anderen trennt. Und da mache ich sehr gerne ein bis zwei Tücher bei meiner bunten Wäsche mit rein, da das halt eben vor Verfärbungen schützt. Und das funktioniert auch wirklich. Man braucht dann auch wirklich nicht so viel zu sortieren. Und momentan habe ich welche von Dr. Beckmann, die waren im Angebot bei Rossmann jetzt. Wie gesagt, die von Denk mit waren auch klasse. Ich kaufe die immer mal wieder überall, wo es die gibt, wenn meine leer sind. Und ja, kann ich also auch nur weiterempfehlen, wer nicht so viel Lust hat, seine Wäsche zu trennen, beziehungsweise wer auch sehr farbintensive Sachen hat oder wer sich neue Sachen kauft und die das erste Mal wäscht und die dann halt vielleicht Farbe verlieren könnten. Für den ist das auf jeden Fall was. Wird also immer wieder nachgekauft. Dann habe ich auch aufgebraucht einen Duschschaum und zwar von Balea, den Hawaiian Dream.
Da habe ich mich jetzt ein bisschen mit abgequält. Den wollte ich jetzt auch zum Schluss aufgebraucht haben. Der ist mit dem Duft von Tiareblüte und Kokosmilch. Ich fand die Verpackung sehr, sehr ansprechend, habe mir den damals gekauft. Er ist okay vom Duft, aber ich hatte bei dem Schaum auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so dieses pflegende Gefühl und dieses, ja, dieses saubere Gefühl, einfach, dass ich sauber bin, wie wenn ich jetzt eine Duschcreme von Balea verwende. Absolut nicht vergleichbar mit einem Duschschaum von Nivea oder von teureren Marken, das ist klar. Das ist mir aber auch bewusst, wenn ich mir ein günstiges Produkt von Balea kaufe. Aber wie gesagt, ich verwende dann lieber die Duschcremes von Balea anstatt hier die Schäume. Anstatt hier die Schäume, daraus habe ich jetzt so gesehen gelernt. Aber ich fand den Duft jetzt nicht schlecht. Nur würde ich mir jetzt so ein Produkt nicht unbedingt von Balea nachkaufen. Ich habe jetzt einen Duschschaum noch in der Dusche von Nivea. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, kommt halt eben nicht an ein Markenprodukt ran, meiner Meinung nach. So. Dann habe ich auch aufgebraucht, ja, von Domol ein Mini-Spray. Das ist die Rossmann-Eigenmarke. Und zwar ist das die Duftrichtung Summer Dream. Den habe ich jetzt neben meinem Klo hängen, hier in meiner neuen Wohnung. Und ja, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich Düfte halt liebe. Und neben meinem Klo muss immer so ein Duftspender hängen, wo man halt eben draufdrücken kann. Und den fand ich halt ansprechend, der war günstig und ich bin mit dem vollkommen zufrieden. Und das Gute ist, man kann sich dann halt diese Spender für 80 Cent, also diese Nachfülldinger kaufen, ohne dass man wieder einen kompletten Spender kaufen muss. Das fand ich jetzt auch wichtig, so der Umwelt zuliebe. Und ja, mein letzter ist jetzt beim Umzug verschollen oder im Müll gelandet und deswegen musste jetzt wieder ein neuer her. Dann habe ich auch aufgebraucht von Balea ein Bodyöl und zwar Seelenzart. Das ist ein richtiges Öl gewesen für den Körper, das intensiv pflegen soll und hautberuhigend sein soll. Und das habe ich immer mal wieder verwendet, gerade so nach dem Rasieren. Da waren jetzt 150 Milliliter drin und das habe ich jetzt aufgebraucht. Ich bin damit vollkommen zufrieden. Ich würde mir so ein Bodyöl auch immer wieder nachkaufen von Balea. Ich finde, das tut vollkommen seinen Job. Kann man auch ruhig von Balea kaufen. Muss jetzt keine teure Marke sein. Und von daher ist das ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich noch was für den Haushalt aufgebraucht. Und zwar von Coral, mein Vollwaschmittel. Das hatte ich mir also als es neu rauskam, gleich gekauft, weil ich Korallwaschmittel sehr, sehr mag und immer von Korall mein ja, buntes Waschmittel habe, mein Flüssigwaschmittel. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich nur flüssiges Waschmittel benutze. Und das ist eben hier für alles Bunte. Und ja, war ich sehr zufrieden mit. Hier waren 1,12 Liter drin. Ich würde es mir jederzeit nachkaufen. Es roch wunderbar. Ich habe jetzt noch die Variante für weiße Wäsche davon da. Habe jetzt allerdings ein anderes nachgekauft, weil ich kaufe immer so mal das, was im Angebot ist. Aber generell bin ich schon so ein bisschen bei Coral hängen geblieben. Und sobald die im Angebot sind bei Rossmann, das machen die alle paar Wochen ganz gerne mal mit diesen Angeboten von dem Coral, da würde ich da schon wieder gerne das kaufen. Also das würde ich dann mir auf jeden Fall nachkaufen. Kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich endlich aufgebraucht von Balea meine drei Klingen Einwegrasierer. Und das war die LE vom Sommer. Und ja, jetzt gibt es eine neue. Die habe ich jetzt in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Und ich hoffe, dass die neue nicht so schnell rostet wie die, weil von der war ich sehr, sehr unzufrieden, nicht angetan, da sie halt einfach nach kurzer Zeit, 2, 3 Tagen in meiner Dusche gerostet haben. Und das, obwohl ich sie abgetrocknet habe und andersrum hingelegt habe, aber man konnte machen, was man wollte. Die sind einfach so an der Luft sofort gerostet. Und ja, das ging für mich gar nicht. Die habe ich jetzt aufgebraucht. Habe jetzt nochmal eine Chance gegeben, die neue LE zu testen. Wenn das bei der dann genauso ist, dann werde ich mir die von Balea natürlich nicht mehr nachkaufen. Deshalb muss ich da noch gucken, ob das jetzt so ein Nachkaufprodukt ist. Also das auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht die neue LE. Kann ja auch sein, dass sich da irgendwie was verändert hat oder es wirklich ein Montagsprodukt war.
und ich Pech hatte. So, dann habe ich auch aufgebraucht von Ebelin die 40 Maxi Wattepads. Die wollte ich mal ausprobieren, weil viele ja von diesen großen Wattepads sehr schwärmen und sagen, oh, die Maxi Wattepads sind besser, da braucht man weniger. Aber ich muss sagen, ich bleibe doch bei meinen normalen Standard-Wattepads. Ich finde die jetzt nicht unbedingt besser. Mir hat es jetzt auch nicht unbedingt gefallen, dass die so größer sind. Und ich hatte den Eindruck, dass sie gefusselt haben, was ich bei den normalen Ebelin nie habe. Und von daher werde ich mir die nicht nachkaufen. Dann habe ich auch aufgebraucht von Domol, auch die Rossmann Eigenmarke, WC-Wasserkastentabletten. Ich habe jetzt in meinem neuen Bad einen Wasserkasten, den ich öffnen kann, und da wollte ich mal diese Wasserkastentabletten ausprobieren. Da waren zwei Stück drin. Die färben das Wasser schön blau, sollen Kalk, Schmutz und Urinsteinablagerungen vorbeugen. Und ja, ich war damit zufrieden. Ich hatte eine Woche lang mindestens blaues Wasser bei jedem Spülgang und hatte schon das Gefühl, dass es das Klo zumindest vom Geruch her schön sauber hält. Und das war mir wichtig. Die sind günstig und von daher würde ich mir die bei Gelegenheit, vielleicht nicht unbedingt sofort, aber bei Gelegenheit auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich auch aufgebraucht von meiner Intensivtönung, dieses Casting Creme Gloss. Das ist das, was ich eben erwähnt hatte, diese kleine Kur, die dabei ist, beziehungsweise dieses Gloss, was man sich nach dem Haarewaschen in die Haare mit reingibt und was so einen leichten Schimmer und Geschmeidigkeit gibt. Bin ich sehr zufrieden mit, steht aktuell auch schon wieder das Neue bei mir im Bad drin und ist, wie gesagt, bei meiner Tönung einfach dabei, finde ich gut. Auch aufgebraucht von Balea DM habe ich das klärende Waschgel mit Fruchtsäure. Das habe ich wirklich bis auf den letzten Tropfen ausgequetscht. Da waren 150 Milliliter drin und das fand ich sehr, sehr gut. Ich würde es mir auch jederzeit wieder nachkaufen, wenn ich jetzt nicht noch ein paar andere Sachen hätte zum Ausprobieren. Ich bin jetzt momentan mit Sebamed bei dem Reinigungsschaum für unreine Haut dabei und teste den. Und diese Reihe fand ich aber sehr, sehr gut. Und zwar aber nur für Menschen, die wirklich Mischhaut haben. Es steht auch explizit drauf für Mischhaut. Ich habe einige Reviews gesehen, wo Menschen das verwendet haben, die trockene Haut haben, und habe mir nur gedacht, naja, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Denn diese Produkte sind wirklich für Mischhaut gedacht, für so ölige Hauttypen, wie ich das bin. Und die haben leichte Peelingkörner. Das Produkt hatte leichte Peelingkörner mit drin. Und das fand ich jetzt sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, meine Haut hat es nicht ausgetrocknet, da gibt es ganz andere Produkte, die viel aggressiver reagieren. Das war für den täglichen Bedarf also vollkommen geeignet. Aber wenn ihr eine trockene Haut habt, dann schaut euch doch bitte Produkte für trockene Haut an. So, dann habe ich auch aufgebraucht ein Duschgel oder eine Duschcreme von Balea. Und zwar ist das die Duftrichtung Melone. Die habe ich gesuchtet. Und suchte sie immer noch und würde sie mir auch jederzeit nachkaufen. Soweit ich das sehen kann, ist das keine LE, also hoffe ich, dass die noch eine Weile im Standardsortiment bei Balea bleibt, denn ich liebe, liebe, liebe dieses Duschgel oder diese Duschcreme. Es ist wirklich eine Creme und für 55 Cent oder was die kosten, super günstig und mega, mega cool. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin danach sauber, ich rieche gut. Natürlich bleibt der Duft nicht lange auf der Haut, aber was will man von einem so günstigen Produkt auch erwarten? Das kann man meiner Meinung nach auch nicht erwarten und von daher absolutes Nachkaufprodukt. Also wenn ihr auf Melonengeruch steht, dann schaut euch das mal an. So, und meine Tüte leert sich. Dann habe ich noch aufgebraucht meine allzeit beliebte Reinigungsmilch von Balea. Und zwar ist das die sanfte Reinigungsmilch für jeden Hauttyp. Wer meine Aufgebraucht-Videos öfter schaut, der weiß, dass ich die eigentlich sehr, sehr oft leere. Momentan habe ich eine andere im Angebrauch, aber die hält hier locker bis 2018. Also wenn man sich so eine kauft, hat man da bestimmt 3 Jahre was von. Also man kann sie stehen lassen.
Und man macht ein bisschen was aufs Wattepad und kann damit super Make-up entfernen, auch wasserfestes Make-up. Und das hatte ich zum Beispiel bei Reinigungsmilch ohne Öl und diesen ganzen Sachen. Wobei hier ist ein bisschen Aprikosenkernöl drin. Nicht, dass ich was Falsches sage. Aber es ist halt von der Konsistenz nicht ölig. Es ist einfach wie eine Creme. Und von so einer Reinigungsmilch bin ich einfach, ich bin seit Jahren von der begeistert. Die kostet super wenig Geld, ist super günstig und unter 1 Euro, 200 Milliliter hält super lange und von daher absolutes Nachkaufprodukt. Gehört wirklich zu meinen Favorites und zu meinem Alltag dazu. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar Masken und Kleinkram. Und zwar habe ich hier, ach ja, Pickle Patches. Die habe ich von Isana Young aufgebraucht. Hier sind immer, die kann man hier so aufschneiden. Dann sind hier immer, ist hier so ein Blättchen, also so eine Folie. Dann sind hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Pickle-Patches drauf. Die sind jetzt natürlich nicht mehr da. Und die klebe ich mir abends, wenn ich so eine Stelle habe, wo es weh tut und wo ich merke, oh, da kommt jetzt ein dicker Pickel, klebe ich mir die abends drauf. Berühre die auch wirklich nicht mit den Händen, sondern nehme eine Pinzette, mache sie von dieser Folie ab, klebe sie mir auf den Pickel drauf. Und dann kann man die, soll man die halt wirklich 8 Stunden drauf lassen, also über Nacht am besten. Und die sind kaum zu sehen. Also wenn euch jemand, wenn jemand das nicht weiß, dass ihr so ein Pickelpatch drauf habt, dann sieht er das auch nicht. Aber wie gesagt, über Nacht total effektiv. Am nächsten Morgen ist der Pickel schon viel, viel, viel besser und in den meisten Fällen sogar schon fast weg und bricht gar nicht mehr aus. Und wenn es ganz schlimm kommt, kann man das ja auch 2, 3 Nächte hintereinander machen. Absolutes Nachkaufprodukt, aber ich habe noch ein paar davon da und ja, wird immer wieder nachgekauft. Dann habe ich noch eine Maske gemacht und zwar hier einmal eine Entspannungsmaske war das. Da habe ich wahrscheinlich den oberen Teil schon aufgebraucht und nur den unteren gemacht. Ja, scheint mir so. Und die fand ich okay, aber jetzt nicht so gut. Die ist nicht so wirklich eingezogen. Das war hier eine Perle- und Hyaluronmaske. Schenkt spürbare Erholung und nachweislich glattere Haut. Ja, sollte also quasi dann danach mit einem Wattepad oder Kosmetiktuch abgenommen werden und ich hatte halt noch richtig viel auf der Haut und habe das so ein bisschen als zu fettig empfunden. Vielleicht war es nicht so wirklich für meine Haut geeignet. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die war von Rossmann. Ja. Also schaut da mal nach, falls ihr sowas sucht. Und dann noch von Balea auch einmal die Lavendel-Mousse-Maske habe ich einmal aufgebraucht. Wenn ich den oberen Abschnitt hier nicht mit drin habe, dann ist es immer im Monat davor oder ich habe sie halt eben nochmal zurückgetan, weil ich schneide immer in der Mitte durch und verwende dann nur eine und verwende dann beim nächsten Mal gerne andere. Manche machen es ja so, dass sie die 2 Sachets hintereinander wegverwenden. Das ist bei mir jetzt nicht so. Wie gesagt, die Lavendelmusmaske fand ich entspannt, hat schön nach Lavendel gerochen, hat meine Haut auch weich gemacht, aber war jetzt nicht so ein Produkt, wo ich sage, wow, das hat mich vom Hocker gehauen. Aber okay, das erwarte ich jetzt auch nicht von so einer Balea-Maske. Würde ich mir eventuell mal nachkaufen, aber nicht unbedingt. So, und dann komme ich auch schon zum letzten Produkt. Dann ist meine Tüte leer. Und hierzu wollte ich eine ausführliche Review geben. Und zwar geht es hier um diesen Beauty Blender. Huch, der war von der Eigenmarke von DM, also von Ebelin, aber von Ebelin Professional. Und der gehörte zu diesen ganzen Pinseln, die rausgekommen sind und hatte hier diese Form. Hier ist er mir leider abgebrochen, beziehungsweise durch meine Nägel hat er hier Risse bekommen und ich habe ihn jetzt auch nicht mehr wirklich gesäubert, weil ich jetzt dachte, der kommt jetzt weg. Von dem Produkt bin ich wirklich enttäuscht und ich würde es mir nicht nachkaufen, da der teurer war, so wie ich meine, als sogar der normale Make-up-Beauty-Blender von Ebelin. Also dieses normale Ei kostet ja irgendwie 2,45 und der war so ein bisschen teurer. Ich glaube knapp 4 oder 5 Euro. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und ich habe mir von dem ein bisschen mehr erhofft. Und ich finde, der war nicht so weich. Er hat sich nicht so angepasst. Und innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube, ich habe ihn ein oder zweimal gewaschen, hatte ich wirklich diese Risse hier drin. Und ja,
Das habe ich nicht erwartet und das finde ich auch nicht okay. Also, wenn der mir nach ein paar Monaten kaputt geht, bei so einem Preis sage ich, okay, kaufe ich mir einen neuen, ist gut, er hat seinen Job getan. Aber hier vor allen Dingen, dass er mir wirklich so mega leicht auseinandergerissen ist, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Tut mir leid, das ist für mich dann kein Produkt, was ich nachkaufen würde und entspricht halt einfach nicht meinen Erwartungen. Und von daher ist der bei mir durchgefallen. Ja. So, das war's auch. Das war mein Aufgebraucht für den Monat November. Ich fange jetzt, ja, heute ist der 1. Januar. Ich fange jetzt wieder neu an zu sammeln für euch und freue mich wieder auf ein neues, alle Produkte zu sammeln und zu testen und euch Reviews dazu abzugeben. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn euch mein Video gefallen hat, wenn ihr vielleicht Anregungen gefunden habt oder auch Produkte verwendet, die ich verwende oder wenn ihr mir was Schönes empfehlen könnt. Gerne alles ab in die Kommentare. Dazu freue ich mich immer sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr und viel, viel Gesundheit. Und ja, bis zu meinem nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Eure Naika. Tschüss.